Der ehemalige Hurrikan Kirk zieht im Laufe des Mittwochs, dem 9. Oktober, über die Biskaya. Anschließend zieht er über Frankreich und erreicht den Südwesten Deutschlands in der Nacht zum Donnerstag, dem 10. Oktober. Dort sorgt das Tief für teils schwere Sturmböen auch in Tiefenlagen. Die Spitzenböen können zwischen 80 und 90 Kilometern pro Stunde betragen. In den dortigen Mittelgebirgen sind dementsprechend orkanartige Böen und Orkanböen mit Spitzenböen zwischen 110 und 130 Kilometern pro Stunde zu erwarten. In freien Gipfellagen, wie zum Beispiel auf dem Feldberg im Schwarzwald, ist auch die ein oder andere schwere Orkanböe von 145 Kilometern pro Stunde denkbar. Im Laufe des Donnerstags wandert das Sturmfeld dann über die Mitte in den Osten Deutschlands. Anfangs kann es dabei auch noch stürmische Böen oder einzelne Sturmböen zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde bis ins Tiefland geben. In den dortigen Hochlagen drohen dementsprechend schwere Sturm, ganz vereinzelt auch kurzzeitig noch orkanartige Böen. Nicht nur hinsichtlich Sturm sind bis Donnerstag einige Höhepunkte zu erwarten, auch der Dauerregen spielt eine wichtige Rolle. So kommen in einem Streifen zwischen Niederrhein, Eifel, Moselland und Ostsee verbreitet nennenswerte Niederschlagssummen zusammen. Von Mittwochabend bis Donnerstagabend sind besonders im hier orange markierten Bereich Niederschlagssummen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter zu erwarten. In einigen Staulagen, hier rot markiert, kann es aber auch Unwetter geben. Hier sind 24-stündige Niederschlagssummen von um 75 Litern pro Quadratmeter möglich.